Willi. Du bist hier. Hallo und herzlich willkommen zurück bei. Bei. Deine Schönheit ist so. Einer wilden Szene in Madagaskar 2. Kein Foto von Moto. Wo war ich doch gleich? Ach ja, wie versuchen wir da? Kein Foto von Moto. Hat er mich gerade platt gemacht? Die ist privat. Und nun wieder zu uns. Ich spüre, was das alles für mich schlägt. Nur ein Kuss bringt mir Gewissheit. Ich muss jetzt gehen, auch wenn es mir das Herz bricht. Motomoto wirft den Motor an. Ich denke mal schon seit gestern, also bei seiner Fettwampe, es könnte ich sein. So ein bisschen Bauch habe ich auch. Und so einen sexy Bauch habe ich natürlich auch. Keine Das war ein Scherz! Lass mich in Ruhe! Schon wieder. Hau ab. Nein. Okay, du bist sexy, nicht. Nein, geh weg. Nicht mal sexy darf ich sein. Wo geht's da hin? Ah. Aha. Warum haben die eigentlich alle so hässliche Hüte auf? Können wir mal über die Hüte sprechen, die verdammt hässlich sind? Ich stehe eher so auf Zylinder. Mach mir die Freude. Wir können ja später weitermachen. Okay. Oh, jetzt gibt er die Kameras. Ich hänge fest. Vielleicht sieht er mich nicht. Vielleicht habe ich Glück. Du bist sowas von am Arsch. Keine Paparazzi. Weißt du, dass ich hier scheiße stehe? Geh weg! Mann, hast du einen ausladenden Arsch. Hey. Diese Kamera in seinen Händen wiegelt, finde ich wunderbar. Na komm. Tun dir nicht die Beine weh, wenn du durch meine Träume hüpfst. Ich muss jetzt gehen, bis mir das Herz bricht. Moto wirft den. Gloria, wach auf! Hier sind ein paar Fotos von Motomoto, die du dir ansehen musst. Oh, Melman, habe ich dir nicht gesagt, du sollst mich niemals wecken? Sieh mal, Motomoto hat sich an all diese Nilpferddamen rangemacht, während du schliefst. Du meinst, du bist ihm nachgestiegen und hast Fotos gemacht? Melman, was ist los mit dir? Ich habe Thrombose, 23 verschiedene Fieber, Tuberkulose. Ich meine, wieso führst du dich auf wie ein eifersüchtiger Liebhaber? Tu ich gar nicht. Ich wollte dich nur beschützen, Gloria, weil ich nämlich... Ich brauche keinen Beschützer. Ich bin ein großes Mädchen und komme allein zurecht. Mein Beileid. Das Wasserloch. Es wird wunderbar. Ich bin wieder hier. Thank you.
Das Wasserloch ist ja eh, wie ich jetzt mittlerweile weiß, so eine Art Hub-World. Soll mir recht sein? Nein, du bist anscheinend zu fett zum rübergehen. Selbst dafür bist du zu fett. Das ist ein Fleck auf meinem Monitor oder ist das ein Schatten gewesen? Ne, das ist ein Fleck. Das ist ein Fleck. Gott sei Dank Doppelschatten, aber nee. Das ist ein Fleck. Wir haben gerade darüber geredet, was wohl mit Maud passiert ist. Naja, du hast darüber geredet, Maurice. Ich habe nicht einmal richtig zugehört. Ich hoffe, er packt es. Können wir nicht über etwas anderes reden? Maud hat doch noch nie irgendetwas Interessantes getan. Kann man darüber reden, dass Maurice Mund offen war und nur sein Gebiss halb rausguckte? Also ich würde schreien und dein Schatten ist viel zu groß für dich. Oder sind das Sachen, die bei mir rüberfliegen? Nein, das ist dein Schatten, ne? Du machst jetzt nicht wirklich bei jedem Sprung, hey. Okay, Krokodile. Vorsicht vor Krokodilen. Aber bei jedem Sprung machst du ein komisches Geräusch. Ach du Scheiße. Okay. Ganz wie im Ballkreisen. Okay. Ach, scheiße. Fressen sie ihn oder werfen sie ihn tatsächlich weg? Sieht nach beidem aus. Warum nutzt man einen T-Rex-Ton mit einem Schnappgeräusch? Why? Das sollte man dazu schreiben, lass dich nicht fressen. Was ist jetzt die Aufgabe? Ach, ja, okay, dich mit Pilzen füttern. Okay. Dann Pilze. Bitte hoffen, sie sind giftig. Willst du mal nach einem Pilz schnappen? Oh, scheiße. Ein bisschen daneben geflogen. Willst du jetzt mal irgendein fressen? Das ist doch nicht euer Ernst, ne? Ne, tritt die Pilze. Funktioniert nicht.
nicht so gut, wie ich es erwartet hätte. Wie wäre es einfach mit gerade in sein Maul fliegen? Geht das? Ich meine, er weicht ja schon zurück, aber... Hör mal bitte hier mehr in sein Maul schießen. Erwischt. Okay, das Krokodil ist einfach despawned. Einfach ausgefadet. Okay. Werd mich nicht mehr beschweren. Außer, dass ich vielleicht durch den Baum geflogen bin. Wenn ich fast schon wieder durch den Baum geflogen wäre, hätte ich jetzt nicht zurückgezogen. Schon wieder. Nein. Wisst ihr, Mord steuert sich so wie ein Wischlappen. Er zieht sogar noch nach. Und du fliegst einfach mal drüber. Ich meine, ja, okay, flieg, aber flieg bitte nicht nochmal so. Und bitte dann... bis das nächste Mal gegen den Baum. Und nicht durch den Baum. Nein. Und einfach durch. Du bist klasse. Du fliegst einfach durch. Aber jetzt. Ich glaube, der Synchronsprecher hatte Spaß. Das klingt nach sehr viel Spaß. Mein Fehler. Okay. Ah, Scheiße. Würde Mord bitte bitten wollen, echt weniger wie scheiße gestellt zu sein. Was zum... Warum? Warum funktioniert das so, dass wir Springkreiseln und... Wow, weil du gegen den Baum geflogen bist. Und warum hat das jetzt gerade nicht funktioniert? Er hat sich dieses Level ausgedacht. Hey.
Ich meine, Glückwunsch, Game Designer, der sich dieses Level ausgedacht hat. Du schockierst mich. Du machst mich fertig. Du machst mich hammerhart fertig. Warum hat der Mord so empfindlich gemacht? Ja, schrei mich von hinten an. Das funktioniert jetzt gerade zu gut. Auch wenn er sich steuert, echt wie so ein Lappen. Ein feuchten Lappen, mit dem du gerade am Wischen bist. So steuert sich Mord. Genauso. Und zwar so, dass du den Lappen noch in der Mitte hältst und nicht an allen Kanten mit der Hand komplett umschlossen, sondern nur in der Mitte. Warum bin ich jetzt, glaube ich, ja. Warum bin ich hier? Wo ist mein Ziel? Ja. Ich kann nicht glauben, dass du mich hier gefunden hast. Ich habe doch diese tolle schwarz-weiße Tarnung. Ja, das ist nur das Minispiel zum Zipperrennen. Und ist das wirklich die nächste Aufgabe? Nein, nein, ist es nicht. Bitte beeile dich schnell, Mann. Diese Krankheitserreger machen mich krank und ich bin nicht einmal der Patient. Was ist jetzt die Aufgabe? Moment. Ihr habt gesagt, es gibt eine Karte. Genau, da, zurück zur Karte. Fortschritt würde verloren gehen. Scheiß drauf. Habe ich gerade Fortschritt gemacht? Ich weiß es nicht. Draufgeschissen. Affen. Was haben die Affen mit dem Spiel zu tun? Wovon ich noch gar keinen gesehen habe. Pinguinüberfall. Wow, sexy Dance. Nicht wieder. Okay, irgendwas am Wasserloch. Ich hab keine Ahnung. Ich fand das den linearen Aufbau von dem ersten Teil tatsächlich viel besser. Okay, jetzt bin ich Alex. Warum auch da? Leck mir Arsch. Ah, hier, genau. Fantastisch. Der Seitenschneider. Okay, Jungs. Macht euch ans Werk und dann kundschaften wir die andere Seite aus. Ja, ich habe innerhalb eines Tages vergessen, dass ich doch noch einen Seitenschneider hatte. Ich glaube, 2 Tage oder 1 Tag. Wann habe ich das hingesammelt? In Ordnung, Männer. Um in die Luft zu kommen, müssen wir mehr Teile besorgen. Und damit meine ich stehlen. Kaboom, kaboom, kaboom! Nein, nicht jetzt. Kowalski, Bericht. Okay, Sir. Da ist ein kaputtes Fahrzeug auf 3 Uhr. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Kowalski. Dann los, infiltrieren und Teile holen. Wegtreten, ich mache den Weg frei. Wenn ich es mir recht überlege, Private, du gehst voraus. Ei, ei, Skipper. Okay. Herhören, Private. Du kannst mit Angriff oder Spezial diese Echsen erledigen. Sie sehen zäh aus. Du brauchst also 2 Treffer, um sie platt zu machen. Einfach in die Fresse wamsen. So was macht man nicht. In your face. Und endlich mal wieder ein Pinguin-Level. Autsch. Ah. Au. Autsch. Ooh!
schubse ich dich einfach runter. Hoppla! Ich habe in Friedenszeiten noch nie so viele Reptilien gesehen. Ah! Darf gekämpft werden in Gruppen. Lass mal noch was über. Okay, dann lass mir nichts über. Würde auch gerne, aber dann nicht. Gute Arbeit. Ein Musterbeispiel an Echsenbeseitigung und Teamwork. Aber es ist noch nicht zu Ende. Zur Stelle zu sein heißt, etwas für das Team zu tun. Also tu was. Ich hatte gerade meine halbe Echse. Endlich etwas zum Stehlen. Ich meine, besorgen. Aber diese Wachen sehen aus, als würden sie ernst machen. Der Typ hält sich für einen Kämpfer. Aber auch er wird dem guten alten Doppelangriff nichts entgegnen können. Ah, gute Idee, Echse. Wenn es aussieht, als würdet ihr geschnappt, springt einfach hinter diesen Felsen und dem Stamm in Deckung. Viel Glück. Okay, Mickey Maus Stimme. Mir fällt gerade auf, man ist eigentlich überhaupt nicht drauf eingegangen in diesem Spiel, warum hier Menschen sind. Überhaupt nicht drauf eingegangen. War das ein echter Pinguin? Wenn ich mich richtig entsinne, war das im Film so, dass die Menschen auch abgestürzt sind. Mit einem Flugzeug. Oder? Nein, nicht abgestürzt. Nee, das war das, Touristen? Ich glaube, das waren Touristen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe den Film schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also ja, die Tiere sind abgestürzt, die Menschen waren irgendwie Touristen. So ungefähr war das. Auf jeden Fall gibt es ja Menschen. Frag mich nicht warum. Gut gemacht, Private. Weiter so, dann enttäuschst du mich nicht. Simpel, oder? Mist, mehr Wachen. Und sie haben uns gesehen. Wir müssen sie ausschalten, schnell. Ich habe eine Rico-Kanone. Ey, komm, das ist schlimmer als Space Invaders. Nicht dieses Hin und Her, bitte. Das war easy. Wir zeigen es ihm. Du hast dir deine Streifen verdient, Rico. Folgen wir jetzt der Straße zurück zum Wildlife Center. Ja, Sir. Was? Rico redet nicht und sagt auch nicht ja, Sir. Rico. Glaubst du kannst einen Seitenschneider auftreiben? Ich habe das Gefühl, dieser Hund wird uns noch Probleme bereiten. Eureka! Ein wahrer Schatzanteil. Private, ich erwarte, dass du mit der Ware zurückkommst. Habt ihr das gerade gehört, dieses Ja, Sir? Wir so sehr wie eine Sushi-Allergie. Wird er mich jetzt angreifen? Ja, beim Ernst, Rico macht nicht Ja, Sir, und auch nicht Ei und sonst was.
Herr Stumm, kann ich reden? Gibt nur ein unverständliches Gebrabbel von sich. Was auch immer da einen Fehler gemacht hat, der hat einen Fehler gemacht. Ich habe rein zufälligerweise die Pinguine aus Madagaskar gesuchtet wie ein kranker Irrer. Mach mal Fußbälle für ein Flugzeug. Vielleicht die Reifen? Wohl unwahrscheinlich. Wenn man da schon einen Reifen hat. Ich komme gerade über die 20 Minuten, das ist schade. Aber geht gerade nicht anders, weil ich mir das Level zu Ende bringe. Eigentlich. Ah, okay, wir machen 4 Minuten länger. Weil ich das Level zu Ende bringe. Wir wissen, wie es hier ausgeht. Überrumpelt es. Da war noch ein Mensch. Genau das brauche ich. Wofür ich jetzt eigentlich den Hund brauche, weiß ich immer noch nicht. Ich meine, warum den Hund? Das haben sie jetzt eigentlich gar nicht erklärt. Warum? Wofür den Köter? Den ollen Pöter. Ich meine, er macht rein gar nichts. Er sitzt da nur rum und macht nichts. Ich hab den Sprung verkackt. Hier fehlt nur noch eine Sache. Dieser Ort ist etwas seltsam. Weck mich, wenn er noch seltsamer wird. Hier fehlt aber eine Sache. Wir haben alle sehr gelacht, als Rico den Dosenöffner verschluckt hat. Aber jetzt könnte er praktisch sein. Rico? Seht euch mal das ganze tolle Zeug da drin an. Na, vielleicht nicht so toll. Aber vielleicht können wir es für das Flugzeug brauchen. An die Arbeit, Jungs! Los, ladet die Trucks. Ich bin in ein paar Minuten da. Ein paar Minuten mehr oder weniger. Oh, oh. Vielleicht müssen wir die Mission abbrechen. Wenn der Typ hier rauskommt, fliegen wir auf. Skipper, vielleicht kann ich hier meine Angelausbildung einsetzen. Versuch es, Private. Wir zählen auf dich. Ich hoffe, du weißt, wie ernst die Lage ist. Jetzt schon. Ziele mit der Standardbewegungssteuerung. Drücke Sprung zum Auswerfen und lass los, um den Köder wieder einzuholen. Also gut, Private. Es gibt hier viele schöne Sachen, aber fang nur, was ich dir sage. Langsam hast du es. Okay. Also wir haben die Angel, das Angel-Minispiel vom ersten Teil wieder reingebracht. Finde ich wunderbar. Ausgezeichnet. Gemacht, Private. Dank dir könnten diese Vierbeiner New York wiedersehen. Gut gemacht, Private.
Kissen und beide Kissen, okay. Gut gemacht. Dun dun dun. Oh, ich nehme auch noch die Maske, das wäre schön. Nein. Einer von euch ist Glasflasche. Könnte auch etwas sein. Disziplin, Private, Disziplin. Das kannst du besser, Private. Vertrau auf deinen Schneid. Ich hab einen Hund gefangen. Hundekuchen, was? Ich frage mich. Aber darauf eingeht? Nein. Oh doch. Meinen Berechnungen zufolge mögen Hunde Steaks. Diese hier könnte nützlich sein. Wo finde ich jetzt denn. Yes. Das sieht wie eine Spieleflasche. Da. Hey, hast du diese Sauerei gemacht? Sieh mich nicht so an. Dafür kommst du in die Hundehütte, Kumpel. Aber das hier muss ich später aufräumen. Seid ihr immer noch nicht fertig? Wir müssen etwas gegen dieser verräterischen Töne unternehmen. Seine Flöhe sind in der Überzahl. Das sollte ihn ruhig stellen. Ja. Ich glaube, ich mache das nächste Mal weiter. Einfach morgen. Ob in den Schubladen etwas ist. Ja, das soll langsam. Ich das Level beendet haben. Gut gemacht. Und in den Schubladen, ja, da war doch vorhin. Da waren vorhin Dinge. Oh komm, wir machen das noch. Gut gemacht. Und Kashi gibt nicht auf. Dank dir könnten diese vier Beine New York wiedersehen. Gute Arbeit. Langsam hast du es. Dein Level beendet? Gut gemacht, Private. Weiter so. Dann bekommst du die Beförderung. Die ich dir schon seit Jahren verspreche. Ach, komm, jetzt beendet doch mal das Level. Geht ja echt lang. Ja, leck mir im Arsch. Grandios! Wir müssen zuerst diese Wachen loswerden. Und das machen wir so. Siehst du dieses Krokodil, Private? Lass es irgendwie aus seinem Pferch und sieh zu, wie es lustig wird. Aber fall nicht runter, das wäre schlimm. Ei, ei, Skipper. Nee, hier machen wir einen Cliffhanger. Wir machen einen Cliffhanger für morgen. Weil ich möchte auch nochmal Dinge tun. Das sind ganz schön viele Menschen. Also, liebe Leute, wir sagen bis morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Kashi. Hauen Sie rein. Lasst mal ein schönes Like, komm, aber Like. Und mittlerweile seid ihr echt viele geworden. Also, ich grüße alle Neuzugänge und danke, dass ihr dabei seid. Hab euch lieb, Kuss auf Nuss, bis zum nächsten Mal und tschüss.